So, so da stand er oh, nicht. Oh, das Geräusch. Ich höre kein Geräusch, ich habe keinen Ingame-Sound. Musst du mir beschreiben. Es ist so kleppernd. Clear. Nee, nicht klirrend, kleppernd. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK mit Aru. Hallo. Wir bauen jetzt hier ein Gewächshaus und das wollten wir eigentlich schon ziemlich lange machen und ist auch schon eine Weile raus und haben jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe jetzt hier in meinem Inventar schon mal einiges dabei. Wir sind gerade wieder oder eigentlich noch im Livestream wie in der letzten Folge auch und haben den Chat entscheiden lassen, mehr oder weniger, wo wir es hinbauen. Option vom Chat war eigentlich auf dem Bronto, aber haben wir gesagt, wäre vielleicht ganz lustig, aber nicht so wirklich praktisch und auch nicht wirklich ästhetisch. Weil hier sieht es einfach viel schöner aus. Vielleicht kann man sogar noch einen Generator reinbauen, einen separaten, mit Licht und dann mal Lampen anmachen und gucken, wie das aussieht. Wäre bestimmt auch geil. Aber jetzt bauen wir erstmal ein Haus hin. Das machen wir mal 3x15 und gucken wir mal, was wir reinkriegen. Ach, siehst du, die Croplots hätten wir noch machen können. Kannst du die vielleicht schon mal machen? Medium? Ja. Da müssen wie wir, viel brauchen wir? 12 Stück. 12 Stück, genau. Wir haben, da müssen wir ja Unmengen an Blueprints gefunden haben. Und ich fange dann schon mal derweil an, hier das zu bauen. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht irgendwie Gras reinkriegen oder sowas. So, dann lege ich mir die mal auf den Slot. Und fangen wir an. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ah, das ist blöd. Ah, da kommt Gras rein. Dann machst du Thatch drunter und dann erst Stein, oder? Ich mache ja eigentlich Fundamente, deswegen. Deswegen? Deswegen. Dann ist es ja nochmal höher, oder? Nee, das geht, aber ich glaube, auf Fundamente kann man das nicht nochmal draufbauen, oder? Auch hier. Dass man das Gras nicht wegmachen kann, ist irgendwie blöd, ne? Ich dachte nicht, dass die so groß sind, die Fundamente. Irgendwie. Jetzt gucken wir mal. Okay. So, 1, 2, 3. 4. Oh nein. Oh, was ist jetzt los? Irgendwas kämpft. Nicht, im Ernst. Doch, irgendwas kämpft. Beschütz meine Dictoros, beschütz meine Dictoros. Ach ja, die kämpfen gegen da unten gegen, ja. Kompis. Aber schon. Nee, noch nicht vorbei, aber das müssen die locker schaffen. Ich meine, hallo. Ich hole mein Scharfschützengewehr. Niemand macht meine Campis hier. Okay. Kill the Kompi. Also er hätte nur noch einen Schlag gebraucht, das wäre dann, hätte dann gepasst. Okay. Machen wir weiter. So. Ah, es könnte vielleicht noch klappen, dass kein Gras durchguckt. So. Passt doch, siehst du? Hier bringt uns jemand Kristalle vorbei. Ja, und kriegt dafür ein Quetzelbaby. Aber war das nicht Kel, der das wollte? Ich bin nicht. Nee, Quatsch, nee, das war stopp, anders. Playstyle, ja. Aber hier steht. Ich habe keine Ahnung, wie hier vor mir steht. Ich sehe den Namen nicht. Dann muss ich mal gucken. Hier steht. Hi, Jekyll. Ja, das kann sein, ja, das passt. Okay, ach so, ist er das? Ach so, okay. Ja, okay, ich bin doof. Entschuldigung. Nee, ist okay. So. Wenn die auch andauernd andere Namen haben hier, wer soll sich das alles merken? Jetzt muss ich gerade mal überlegen. 5 auf 3, war das jetzt richtig? 80 Stück, ey, das ist aber echt nett. Okay, er kriegt ja auch ein echt gutes Quetzel. Also ich finde, Heimdall ist schon echt gut. Mhm. Wenn der jetzt nochmal gepaart wird mit keine Ahnung was, das ist schon nicht schlecht. Okay, hast du schon ein paar Croplots gemacht? Noch nicht. Weil ich würde gerne mal ein paar Croplots draufbauen, um zu gucken, wie groß die dann sind.
Ja, ich war beschäftigt. Ich musste Kristalle annehmen. Und ich habe voll viele, warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz was machen. Ich sehe es ja nicht, ich will jemanden bannen. Wie geht denn das? Siehst du das im Chat? Ja, Kannst du das ich bitte mach machen? mal eben. Ich krieg das leider noch nicht so schnell hin. Das wird aber noch, ich übe. Ich übe noch. So, und dann ist er raus. Warum? Ich meine. Keine Ahnung. Der hat einfach Ah, nur. naja, ich glaube, das vorhin am Anfang vom Stream war Garuda HD irgendwie da. Der hat dann auch so gemacht und wahrscheinlich hat er sich einen zweiten Account gemacht und so weiter und so fort, bla bla. Ich verstehe nicht, warum man dann. Ist keine Ahnung, Sich hä? die Mühe macht, einen zweiten Account zu machen? Ja, aber echt? Er hat einfach Langeweile. Ja, Er hat kein wahrscheinlich. Leben. Manche Leute haben kein Leben. Schlimm sowas. Okay, weiter geht's. Ich, wieso, 12 Stück muss ich machen, gell? Und jetzt, Ja. wie viel soll ich dir erstmal vorbeibringen? Bring erstmal überhaupt, also es würden erstmal zwei, drei Stück reichen oder sowas, damit wir mal gucken können, wie es von den Dimensionen her wird. Also 2 habe ich jetzt schon mal. Ich, dann komme ich gleich und gib's dir. Ja, so. Bin gleich da. Schwupps. Und schwupps. Du musst mir nochmal erklären in Ruhe, wie das funktioniert. Ich habe Rechtsklick gemacht auf seinen Namen und dann sind Linksklick. aber so viele. Was? Linksklick. Linksklick, okay. Dann sind aber so viele Sachen aufgeploppt und so schnell kann ich das nicht lesen. Okay. Ah, da kommt schon jemand. Guck mal. Guck mal da. So, hier. Wusch. Oh, cool. Sieht schon gut aus. Weiter. Fallen lassen. So. Ich dachte, du wolltest auf Englisch starten. Ich habe ja gesagt, ich bin kurz vorm Abstürzen wieder, weil ich habe ja auch keinen Ton, keinen Ingame-Sound und deswegen habe ich gedacht, ich lasse das einfach und warte auf den Okay. nächsten Absturz, aber bis jetzt ist es noch da geblieben. Okay, so, dann gucken wir mal jetzt hier. Im Prinzip können wir jetzt hier eigentlich sogar zwei in der Reihe, in einer Reihe bauen und hier ganz rechts nochmal eins. Dann hast du hier immer noch einen Gang, wo du durchlaufen kannst. So kann man es eigentlich machen. Fünf, oder? Ja, so könnte man es eigentlich hinbauen. Dann könnten wir sogar 15 Stück hinmachen, wenn wir wollten. Na, du So. wolltest ja noch ein paar schwarze Beeren haben, oder? Auch generell ein paar Bären wären nicht schlecht. Irgendwas. Ach so, Fasern fehlen schon wieder. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Nein. So. Also das nächste Level, das ich steige, gebe ich auf Gewicht. Gell, das ist praktisch, gell? So. Im Prinzip so. Und wenn man dann hier nochmal was hinbaut, dann ist das doch gut. So passt das. Da mache ich nämlich mal die restlichen Wände dran. Und das Dach ist aber so ein schräg, gell? Ja, das Dach mache ich schräg, ja. Das würde ich schräg machen. Das ist dann so von Pflanzenkühler abgekupfert. So ein bisschen Können mehr wir oder weniger, ja. oben können wir dann so ein Schild hinmachen? Da gibt es ja so ein Metallschild, dann schreiben wir hin Pflanzenkühler. Genau, ja. Was? Ah, oh, leck. Okay. Dürfen Jetzt wir hier. das hinschreiben, nicht, dass wir dann Strafe zahlen müssen? Sie nehmen diesen Namen, Sie dürfen diesen Namen Ey, nicht das, benutzen. eigentlich müssten die uns sogar noch Geld geben, weil wir Werbung machen. Also, ja? Und es erreicht momentan immerhin 12 Leute. Oh mein Gott! Von daher, und die Leute, die hier noch auf dem Server sind. Dauerhaft. Das ist ja, wir machen Tag für für Tag. Pflanzenkühle Werbung. Wir kriegen kein Geld dafür, nur mal so. Ja. Okay, die Frage ist jetzt die Türe in die Mitte oder eher so an die Seite? Also wenn ihr mal so ein Rauschen hört, dann kann es sein, dass Aru, weil sie noch ein bisschen verhustet ist, das Mikro rausnimmt, damit ihr das nicht hören müsst. Normalerweise kann ich es an- und ausmachen, aber meine Soundkarte ist abgeschmiert und die muss ich jetzt erst einschicken und reparieren lassen und erst dann geht es alles wieder. Okay. Also ich kann ja auf jeden Fall schon mal. Ach, bin ich. Ah, Mist, wir haben eins. Ich habe eins vergessen. Muss man dann gleich noch machen. Falsch rum. Ah, Objekt benutzen. Alle schreiben, es sieht gut aus und ich kann nichts sehen, weil ich hier voll beschäftigt bin. Das ist gemein.
Das sieht aber ein bisschen komisch aus da oben. Na gut. Ich will's auch sehen. Okay. 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 So, ich habe jetzt, ich habe keine Ahnung, wie viel ich hergestellt habe. Ein paar habe ich hergestellt. Warte, ich gucke nochmal. Ich habe jetzt 9 plus 3 sind 12. 12 Stück habe ich. Jupp, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Und wusch. So. So. So, so, so. So, ich bin gleich da. Ich will's auch sehen. Wow, cool. Komm nicht rein. Bin da von der Klippe geflogen. Ach so. Ja, gleich. Kleinen Moment. Ach so. Mhm, okay. Ja, sein Vogel ist drinne und er ist von der Klippe geflogen. So, ich schmeiße das nochmal vor die Füße. Jo. Fallen lassen. So. Ich finde es fallen lassen sogar. Jetzt wo die Türe hin, das ist die Frage. Na, ich würde zwei machen, oder? Zwei einmal Türen. Einmal hier eine rein und dann da eine rein, oder nicht? Ach so. Jetzt geht's ja nicht mehr, jetzt hast du es ja schon gebaut, oder? Ja. Ja gut, ich kann es ja nochmal ersetzen, aber die Frage ist, eigentlich wäre eher gewesen, hier von der Mitte aus oder hier von der Seite aus? Wobei Mitte eigentlich besser ist, weil wir durch die Mitte durchgehen, gell? Also ich würde Mitte machen. Okay. Ich kann sie nochmal die Leute im Chat fragen, aber ich würde Mitte machen. Zu spät. Hahaha. Ha, ha. Ihr wart so langsam. Warte, ich mach die Tür auf. Ich mach die Tür auf, dann kannst du rein. So, benutzen, zack. Bei welcher Türe steht er denn? Frag halt, welche Farbe. Deswegen haben wir es extra eingefärbt, dass wir fragen können, an welcher Farbe stehst du? So, so da stand er nicht. Oh, das Geräusch. Ich höre kein Geräusch, ich habe keinen Ingame-Sound. Musst du mir beschreiben. Es ist so kleppernd. Klirr. Nee, nicht klirrend, kleppernd. So wie Blech so ein bisschen. Weil halt das Metallrahmen ist, deswegen. Okay, jetzt muss ich noch schnell was bauen, weil ich habe beide Türen offen. Was vergessen. Was hast du vergessen? Ich habe noch was vergessen herzustellen, noch zwei schräge Wände. Ich habe nämlich nur eine linke und eine rechte gemacht, habe aber vergessen, dass auf der anderen Seite ja auch noch was rein muss. Also. Gallimimus Ei. Oh, können wir gerade mal gucken, haben die Terrorbirds noch ein Ei gelegt? Ja, oh. Oh, krass. Was ist los? Hier liegen, glaube ich, vier Eier übereinander. Ja, vier Eier. Gallimimus? Nee, Terrorbird. Ach, cool. So. Wie viel Kristall muss uns denn Hijackle machen? Er braucht uns nicht so viel geben. Also er hat uns jetzt zweimal 80 gegeben. Also ja, das reicht doch, ist okay. So, macht jemand Musik? Ich mache jetzt schnell noch. Schnell noch hier zwei Wände. Einmal das. Einmal das. Also ich habe jetzt gesagt, weil Hijackle uns ja die Kristalle gebracht hat, dass wir nachher, wenn wir mit dem Haus fertig sind, ihm dann ein Quetzelbaby machen. Okay. Ja? Ja, ja, ist okay. Weil er braucht ja auch eine Weile, bis er es ausgebrütet hat und pipapo. So, jetzt gehe ich schnell mal zurück zum... Was wollte ich eigentlich jetzt im Haus machen? Ich wollte irgendwas machen? Kurzzeitgedächtnis wieder. Tja, ne? Echt schlimm. So, ich will jetzt mal von jeder Pflanze einen Samen, damit wir unser Dingsbums. Ja, wir müssen aber auch noch die Leitung legen und sowas erstmal. Ja, aber ich kann es ja schon mal im Inventar haben, oder? Ja, ja. Oder wären die denn, die wären nicht schlecht, oder? Wären nicht schlecht. Was ist das jetzt? Was du meinen? Ich kann hier die Wand nicht reinbauen, weil wahrscheinlich die Decke schon drauf ist. Was ist das für ein Kack? Was sagt? Dürfen wir sowas sagen? Ja, dürfen wir.
Ich schon. Da, da kann ich es hinbauen, was total keinen Sinn macht. Aber hier sagt er, nö, ist obstructed. Hä? Sowieso, hä? Hä? PC sagt nein. Niklas stalkt uns. Ey, cool, danke schön. Ja, wir freuen uns immer noch über Stalker. Ja, vielleicht nochmal von draußen irgendwie. Ah, hier geht's rein. Ist das jetzt richtig? Ist doch jetzt falsch, oder? Ich kann es leider nicht beurteilen. Ich sehe es gerade nicht. Ja, ja, es ist falsch. Okay, darf ich es nochmal bauen? Lass mal hier. Schräges. Es ist nur nett. Hast du gelesen? Es ist nur nett. Nett ist nicht gut. Was ist nur nett? Achso, wird ja ganz nett. Ah. Ja, ja. Hallo, Perfekt Freitag. Der stalkt uns. Dankeschön. So. Aua, das, oh, das hat immer voll das Quietschen im Ohr. Quietschen dann so. So ein Klirren und Quietschen. Okay. So. Oh Gott. Oh. Was heißt oh? Felix schreibt, sein Spino ist im Sumpf K.O. gegangen. So, jetzt muss ich leider noch mal kurz hier was bauen. Und, ach Quatsch, nicht Rüstung. Und zwar Struktur, Gewächshaus. Einmal, zweimal, rechts, links. Oh, Niklas, ich weiß nicht, wie viele Dinosaurier wir haben. Viele, zu viele. Wobei die anderen mittlerweile, glaube ich, sogar mehr haben. Aber, ich finde es trotzdem viel zu viele, die wir haben. Oh, so jetzt. Okay, komm. Aber jetzt muss es klappen. Rein theoretisch, wenn ich den Samen da reinmache und wenn ich Fertilizer reinmache, gehen die kaputt, weil die kein Wasser haben? Oder wachsen die einfach nicht? Ich glaube, die wachsen gar nicht erst, wenn die kein Wasser haben. Habt ihr eigentlich das Tor in eurem Wassergehege freigegeben, hä? Wie Tor im Wassergehege freigegeben? Was, wo hast du das jetzt? Kell fragt das. Das sieht echt gut aus, muss ich sagen. Hast du gut gemacht. Hä, wie? Moment. Ich glaube, wir meinen von unserem alten Basis. Ach so. Hat da jemand das. Okay, hä? Aber das kann auch nicht sein, weil da ist ja jemand anders. Das ist doch Felix. Ja. Nee, wir hören. Nee, machen wir nicht. Es kommt ja noch so viel rein in Ark. Der Biber, der Bär, weiß der Geier, wie die ganzen anderen Sachen noch heißen. Und nee. Also nach der Brutmutter geht's trotzdem noch weiter. Und wir trauen uns ja immer noch nicht so wirklich ran. Ja, wobei rantrauen, glaube ich, mittlerweile schon, aber wir haben es auch irgendwie noch nicht hingekriegt, einen Termin zu finden, wo alle Zeit haben. Und im Moment funktioniert es ja auch noch nicht mit diesen Allianzen. Und ein paar vom Server wollen ja gerne dabei sein. Und die sollen natürlich auch den Erfolg denn bekommen. Und wenn wir es halt töten oder wenn die es halt töten, kriegen wir den Erfolg nicht und andersrum. Und das, da müssen wir noch gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen. Weil wir müssen die 4-5 Mal töten. So. Und wir
Also für die Leute, die jetzt bei YouTube zuschauen, weil das hier jetzt doch schon relativ lange geht, machen wir jetzt Folgendes. Wir bauen jetzt noch die ganzen Croplots hier rein. Gucken mal, dass wir noch eine Wasserleitung reinkriegen. Und sehen uns dann, wenn wir das Gewächshaus fertig haben, okay? Also dann bis nachher. Ciao. So, da sind wir wieder. Und wir haben jetzt hier auf der einen Seite schon mal ein bisschen was verlegt. Und da hinten schon mal ein paar Wasserreservoirs dran gemacht, weil wir wollten jetzt keine hässliche Leitung zum Teich runterbauen. Und das gleiche machen wir jetzt hier auch nochmal auf der anderen Seite. Und jo. Gucken wir mal. So. Was? Warum nicht? Hallo? Warum geht es nicht? Jetzt. Komisch. Nee, das ist falsch. Die hier wollte ich. So. Oh Gott. Dahin ein. Dahin ein. Dahin ein. So. Jetzt noch draußen. Level 99. Was Level 99? Der Quetzel. Oh, cool. Weiß was so. Ich habe gedacht, es gibt mehr. Och, es geht sogar. Ich habe jetzt hier zwei Wasserreservoirs ineinander drin, aber egal. Solange es funktioniert. So, und dann wäre das mehr oder weniger fertig. Jetzt müssen wir nur warten, bis es regnet. Hier vorne noch eine Rampe hinbauen. Und dann die Pflanzen reinmachen, ne? Wir haben jetzt extra keine großen genommen, weil im Prinzip nur Pflanzen reinkommen. Und die haben alle 300% Treibhauseffekt. So. Wird bestimmt cool. Okay. Warte, ich habe keine Ahnung, was hier... Was ist los? Also wir warten jetzt mal, bis es geregnet hat, dann pflanzen wir mal noch die Dinger rein und dann gucken wir mal weiter und machen halt jetzt nochmal einen Schnitt, weil das könnte jetzt noch ein bisschen dauern und sehen uns dann später nochmal, okay? Also, bis nachher. Ciao. So, da sind wir wieder und es hat jetzt geregnet, wir haben jetzt hier schön Wasser überall drin, nur komischerweise haben die zwei hier hinten jetzt auf einmal 0% Treibhauseffekt. Mal gucken, vielleicht wenn die Sonne wieder scheint, aber jo, wir... Pflanzen jetzt mal ein. Ich pflanze jetzt mal auf der Seite hier die in Anführungsstrichen großen Pflanzen ein und Aro auf der anderen Seite mal die kleinen. Und dann müssen wir noch Fertilizer reinmachen. Ich fange mal von hinten an. So, einmal hier rein. So, einmal hier rein. So, einmal hier rein. Und einmal hier rein. So, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Einen Moment. Okay, so jetzt hast du Fertilizer dabei? Ja. Okay. Bei dir oder auch noch irgendwie in einem Vogel drin? Eigentlich für jedes Ding nur eins. Also wenn, dann müsstest du noch was holen aus den Kisten. Ja. Und ich habe auch keine Samen mehr. Also wir bräuchten noch ein paar Narcos und ein paar Marrowberries. Okay, dann hole ich mal. Halt, ich hab doch hier Tor. Elias, der Biber ist noch nicht raus. Falsch, ist schon wieder falsches Quetzel. Der Biber ist noch nicht raus, das Update ist noch nicht raus. Es sei denn, es ist jetzt währenddessen rausgekommen, aber als wir angefangen haben zu streamen, war es auf jeden Fall noch nicht raus. So, jetzt hier schnell noch. Was hast du gesagt, Narcos und was noch? Narcos und Marrowberries. Okay. Das ist Armor, Azul, Narco. So. Meo. So. Die Tanks füllen sich doch alleine, oder? Wenn es regnet. Ja. Was? Wie? Ich hab's gerade nicht verstanden. Okay, nee, passt.
Was? Warum was denn? Hallo Luca Guy. Oder hallo. Luca Guy oder wie auch immer. Ich bin kein Gärtner, gerade im Gegenteil, ich hab einen schwarzen Daumen sogar. Je nachdem, was man schlimmer findet, schwarz oder roten Daumen. Also Fertilizer wollte ich eigentlich auch noch holen, gell? So. Na. So, und dann, du hast bestimmt auch noch was drin. Ach komm, weißt du? So. Wir müssen uns, glaube ich, noch ein paar Dung Beetle holen. Das ist echt super. Was? Sollen wir in die Höhle gehen? Kannst du noch eine Treppe hier bauen? Ja, gleich. Und jetzt haben wir alles bepflanzt und bewässert und es funktioniert einigermaßen ganz gut. Und dann war es das für diese Folge. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.